Mein Name ist Adrian Bente, ich arbeite an der Universität Vechta, bin eCode-Mitarbeiter der ersten Stunde und insbesondere auch im Bereich des Videoeinsatzes in der Lehre tätig. Werde hier jetzt gerne die heutige Referentin, Frau Beck, Frau Hanneke Beck, vorstellen und anschließend an Sie übergeben. Frau Beck ist Diplomlehrerin für Deutsch als Fremdsprache und unterrichtet Deutsch seit 1995 bei verschiedenen Institutionen. Seit 2005 beschäftigt sie sich sehr stark auch mit E-Learning. Sie hat auch ein Zertifikat als Live-Online-Trainerin und war an der Entwicklung des Learning-Management-Systems Lingvico beteiligt, das extra für Online-Fremdsprachenunterricht entwickelt wurde. Momentan arbeitet sie als E-Learning-Beraterin bei dem E-Learning-Service der Universität Göttingen innerhalb des Verbundprojektes eCult, also eine eCult-Kollegin von mir, die normalerweise auch gerne hier als Moderatorin auftritt. Heute dürfen wir uns freuen, dass sie selbst als Referentin auftritt. Da sie sich sowieso sehr stark mit synchronen Lernszenarien in der Lehre beschäftigt, ist sie sozusagen auch Fachfrau in dem Bereich, in dem sie heute referiert. Es soll ja in Zukunft oder im Laufe der jetzigen Sitzung um die Arbeit mit dem Smartboard beim Fremdsprachenunterricht an einer Hochschule gehen. Und ihre Expertise hat Frau Beck hinlänglich unter Beweis gestellt. Lika, du hast ja bereits zweimal den Campus Emerge Multimedia Hochschullehrpreis erhalten. Das zeigt, dass du im Grunde genommen dich sehr stark auch im Bereich der medialen, multimedialen Hochschullehre beschäftigst. Und deswegen freue ich mich im Folgenden auf deine weiteren Ausführungen, würde an der Stelle gerne an dich übergeben und wünsche uns allen möglichst viele Aha-Erlebnisse. Danke dir für die Vorstellung. Setze ich fort die Sitzung und zwar mit ein paar Hinweisen auf die Kommunikations- und Feedback-Möglichkeiten im Raum. Oben in der Menüleiste haben Sie dieses kleine Männchen und wenn Sie dorthin klicken, haben Sie verschiedene Möglichkeiten, durch die Sie mir Feedback geben können. Sie können sich zu Wort melden, Sie können einem Inhalt zustimmen oder nicht zustimmen, aber Sie können auch den Hinweis geben, dass ich lauter oder leiser sprechen sollte. Weitere Feedbackmöglichkeit bietet für Sie der Chat. Den haben Sie bereits ausprobiert. Wenn Sie mich zum Beispiel nicht hören oder mit dem Bild Probleme haben, können Sie das in den Chat schreiben und dann probiere ich Ihnen zu helfen. Sie werden das nächste Werkzeug unbedingt brauchen, und zwar das Schreibwerkzeug. Sie haben im Moment noch nicht die Rechte und Sie können damit nicht arbeiten. Aber wenn ich das für Sie freischalte, dann klicken Sie einfach auf das T-Symbol, dann klicken Sie wieder auf die Whiteboard-Fläche und dann können Sie halt auf das Whiteboard tippen und drauf schreiben. Sie können auch verschiedene Zeichen setzen. Zu den Texten oder zu den Inhalten. Dazu gehen Sie auf dieses Symbol bei dem Zeichenwerkzeug, bei der Zeichenwerkzeugleiste und dann können Sie die entsprechenden Symbole auswählen. Ja, so viel zu den Kommunikationsmöglichkeiten und jetzt kommen wir zu dem Thema der heutigen Sitzung. Sie haben schon meine Umfragen teilweise beantwortet zu den Themen, woher Sie kommen und wie gut Sie sich mit dem Smartboard auskennen. Ich hoffe, dass ich Sie nicht so sehr langweilen werde bei der heutigen Sitzung. So, das Agenda für heute. Ziele und Gegenstände des Webinars, das werde ich Ihnen kurz vorstellen. Dann klären wir zusammen die Definition interaktives Board. Dann kommt der Kampf der Giganten, ich habe das so genannt. Also wir vergleichen interaktive Boards und die Kreidetafel. Es gibt Verfechter für beide Medien. Mal schauen, welches Medium gewinnt. Dann kommt ein kurzer Beitrag zum Smartboard-Einsatz beim Fremdsprachenunterricht in Seminaren. Und danach, wenn die Zeit noch übrig bleibt, dann möchte ich Ihnen ein schönes Praxisbeispiel vorstellen. Bei Fragen melden Sie sich bitte immer und dann kann ich Ihnen antworten oder schreiben Sie in den Chat, wenn für Sie etwas nicht ganz klar ist. Jetzt sind hier zwei Bilder. Einmal sehen wir hier eine ganz normale Schule und einmal Studenten. Also Gegenstand und Ziel des Webinars. Also Gegenstand ist, wie der Titel das auch das zeigt, Smartboard-Einsatz im Fremdsprachenunterricht und das an der Hochschule. Das Ziel ist, dass Sie nach dem Webinar ein bisschen mehr Ideen haben,
was dieses Thema betrifft und ein bisschen mehr Lust und mehr Motivation haben, dieses schöne Werkzeug auszuprobieren. Also, die Hochschule ist ein spezieller Ort für den Unterricht. Auf dem oberen Bild, auf dem Bild, das ich markiert habe, sehen Sie eine ganz normale Grundschule. In der Grundschule sind die Schüler so gerichtet und so erzogen und man arbeitet mit den Schülern so, dass sie selber am Unterricht aktiv teilnehmen. Das sieht man auch auf dem Bild. Es gibt hier Gegenstände, die die Schüler selber erstellt haben und sie stehen selber hier vor der Tafel und sie tragen dem Unterricht etwas selber bei. Die Studenten haben eine ganz andere Einstellung. Die Studenten sind so eingestellt, dass sie halt das Wissen aufnehmen und möglichst passiv aufnehmen. Je weniger Aktivität in dem Unterricht, desto besser, habe ich zumindest das Gefühl in meinem Unterricht. Das sieht man auch auf dem Bild. Sie passen gerne auf, sie notieren, was zu notieren gibt, sie verfolgen den Unterricht, aber sie möchten nicht so gern aktiviert werden. Und genau da liegt die Herausforderung, wenn man mit dem Smartboard arbeitet in einem Fremdsprachenunterricht, weil halt sie nicht immer bereit sind zu dieser Aktivität, die dann eventuell verlangt wird. Hier sehen Sie ein schönes Exemplar von einem Smartboard und auf der nächsten Folie können Sie sowas auch näher sehen. Einen Moment, bitte. Ich schalte für Sie die Schreibrechte frei und dann können Sie auch auf das Whiteboard schreiben. So, also das ist ein Smartboard von der Uni Göttingen und das ist hier das Bild, das ich Ihnen angekündigt habe. Das ist ein schematisches Bild von einem Smartboard und ich möchte Sie jetzt darum bitten, dass Sie auf dieses Bild mit Hilfe des Schreibwerkzeugs notieren, was ist für Sie ein Smartboard oder besser gesagt jetzt ein interaktives Board. Nochmal zur Erinnerung, hier im kleinen Fenster können Sie sehen unten, wie man halt schreibt. Sie gehen auf die D-Buchstabe, Sie klicken das an und dann klicken Sie auf die Whiteboard-Oberfläche. Also ich bitte Sie jetzt mal Ihre Ideen dazu einzutragen oder Ihre Einstellung. Was bedeutet für Sie persönlich ein interaktives Board? Was macht dieses Werkzeug so besonders? Danke für den ersten Beitrag. Speichermedium, ja. Universal einsetzbar wird nur leider zu selten genutzt. Ja, dafür gibt es auch Gründe. Manchmal fehlt es ganz einfach. So, das Board steht nicht zur Verfügung. Und wenn es zur Verfügung steht, dann haben die Leute manchmal Angst davor. Die Frage war nochmal, was bedeutet für Sie der Begriff interaktives Board? Wie würden Sie das selber definieren? Durch ein Schlüsselwort, durch mehrere Schlüsselwörter oder durch kurze Sätze? Vielen Dank für die Antworten, aber wie ich das sehe, habe ich hier mit Profis zu tun. Also Sie kennen schon dieses Medium sehr gut. Ja, vielen Dank. Also das interaktive Board ist ein spezielles Werkzeug, das an einen Computer angeschlossen ist und in den meisten Board ist auch ein Beamer installiert. Dadurch entsteht dieses, wie jemand das so schön geschrieben hat, hybrides Werkzeug. Das kann auch als Kreidetafel, aber auch als interaktive Schreiboberfläche für multimediale Darstellungen funktionieren. Und jetzt komme ich zu dem Thema Fremdsprachenunterricht. Mein Beispiel bezieht sich auf Deutsch, also Deutsch als Fremdsprache. Man kann aber die Informationen auch auf andere Fremdsprachen übertragen. Ja, also, was wir machen im Unterricht. Wir vermitteln verschiedene Inhalte. Wir vertiefen, ergänzen, erklären bestimmte Inhalte, Informationen. Wir haben bestimmte Informationen, Inhalte und Kenntnisse und Regeln und so weiter zu visualisieren. Wir müssen einige Dinge wiederholen und wir führen auch Kontrolle durch in dem Unterricht. Das ist ein kleiner Ausblick aus den Tätigkeiten, die man halt im Unterricht macht. Und genau diese Tätigkeiten soll ich mit einem Werkzeug unterstützen. Im Fremdsprachenunterricht kommen dazu auch noch die Fertigkeiten und die Kompetenzen, wie zum Beispiel hören, lesen, sprechen, schreiben,
und Grammatik und Wortschatz. Und wenn ich im Unterricht ein Medium habe, ein Werkzeug, dann muss mich dieses Werkzeug bei der Arbeit mit diesen Fertigkeiten und Kompetenzen unterstützen. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie weit macht das die Kreidetafel und wie weit macht das ein interaktives Board. Ja, hier ist die alte Kreidetafel in einer schönen Farbe. Das kennt sicher jeder. Dieses Gefühl, wenn man die Kreide mit dem nassen Schwamm wegwischt und dann die Hände so schön weiß sind und ja, aber was kann eine Kreidetafel? Auf der Kreidetafel kann man in Echtzeit arbeiten, das ist klar, das leuchtet ein. Man hat Handschrift, in der Originalpräsentation habe ich hier eine sehr schöne, fast unlesbare Handschrift verwendet, das wurde in diesen Raum leider nicht übertragen. Aber wir schreiben per Hand an die Tafel. Das hat Vorteile und Nachteile. Man kann natürlich schreiben an die Tafel, eventuell mit Farbe. Das ist aber dann nicht mehr so einfach. An der Uni bei uns stehen keine farbigen Kreiden zur Verfügung. Wenn ich Farbe nutzen möchte, muss ich das selber besorgen. Ja, ich habe nur einen begrenzten Platz zur Verfügung. Ich kann zwar diesen Platz ständig erweitern, dazu muss ich aber die Inhalte davor wegwischen. Also ich kann da nichts speichern, leider. Unkompliziert. Die Nutzung von der Kreidetafel verlangt keine besonderen Kenntnisse. Peter, die meisten Tafeln sind auch magnetisch, bei uns an der Uni nicht. Leider. Also ich kann da nichts dranhängen. Wenn ich was dranhängen möchte, nehme ich entweder Tesafilm oder ein spezielles Klebstoff genannt Blu-Tack. Das ist wie Kaugummi, hat eine blaue Farbe und damit kann man ganz gut Papiere an die Tafel kleben. Ist aber ein bisschen umständlich. Ja, leider kommen die Texte durcheinander. Das war in der Originalpräsentation nicht so, aber Vorbereitung komplexer Tafelbilder ist nicht möglich bei der Kreidetafel. Und Speichern der erarbeiteten Inhalte ist auch nicht möglich. So, was kann dagegen ein interaktives Board. Ich spreche bewusst über ein interaktives Board in dieser Phase. Es gibt nämlich nicht nur vom Smart solche Werkzeuge. Arbeit in Echtzeit, genauso wie mit der Kreidetafel. Genügend Platz zum Schreiben, ohne etwas wegwischen zu müssen. Man kann die Schreiboberfläche immer weiter erweitern, allerdings nur nach unten und nicht seitlich. Vorbereitung komplexer Tafelbilder ist möglich. Ich kann die Tabelle zur Adjektivdeklination komplett vorbereiten, bevor ich in den Unterricht gehe und ich brauche nicht mehr im Unterricht zu zeichnen. Nutzung von Farben kein Problem. Das habe ich integriert. Druckschrift oder Handschrift. Ich kann wählen, was ich mehr bevorzuge. Verschiedene Werkzeuge stehen mir zur Verfügung zur Visualisierung von Inhalten. Ich kann ganz einfach Bilder einfügen, Videos einfügen oder Ton einfügen. Mediale Vielfalt, das hängt auch damit zusammen. Also ich kann wirklich ohne Probleme YouTube-Videos abspielen oder auch die CDs, die zu den Lehrwerken gehören. Ich brauche keinen extra CD-Player oder sowas. Ja, und jetzt kommt eine Frage an Sie. Also bis jetzt klingt das sehr gut. Alles, was Sie geschrieben haben am Anfang, hat mir gezeigt, dass Sie sich mit dem Board sehr gut auskennen. Aber Sie haben auch sicher Ihre eigene Meinung darüber, wo die Schwierigkeiten sind bei dem Board. Und dazu möchte ich eine Abstimmung starten für Sie. Und ich möchte Sie darum bitten, dass die Frage zu beantworten, damit wir besprechen können, wo Sie die Schwierigkeiten und die Herausforderung sehen bei der Arbeit mit dem Smartboard. Es gibt Kollegen, die überhaupt nicht gern damit arbeiten. Jetzt möchte ich wissen, was der Grund dafür ist. Sie können immer nur eine Antwort eintippen, ansonsten verschwindet die nächste Antwort oder der nächste Satz. Ja, also von 6 Teilnehmern 4 Antworten. Vielen Dank erstmal. Also, ich würde mal hinten anfangen. Stromabhängigkeit. Ja, nur mit angeschlossenem Rechner zu bedienen. Ja, das stimmt. Geht der Strom weg oder schaltet sich der Rechner ab?
Das habe ich einmal erlebt, dass mein Rechner sich heruntergefahren hat während meines Unterrichts. Das war nicht so lustig. Ja, das sind halt Risiken, die man hat, wenn man mit Technik arbeitet. Richtige Schulung des Personals, ja, das stimmt. Also es gibt sehr gute Schulungen vom Smart, aber es ist manchmal schwer, das auf den eigenen Unterricht zu übertragen. Veraltete Technik oder Software, ältere Nutzer, Kalibrierung, Kosten für ein Board, ja, das spielt alles eine Rolle. Ich überlege gerade, ja, die Kalibrierung kann ein bisschen nervig sein und ein Board kostet auch viel teilweise, aber wenn man es schon hat, dann könnte man das auch nutzen. Das ist eigentlich schön. Ach, Sie sehen nicht die Antworten der anderen. Dankeschön für den Hinweis jetzt aber. Aber zumindest haben Sie dann zugehört, was ich alles vorlese. Das ist auch gut. Ja, es wäre die Erfahrung, schwer, einen Unterricht mit Zuversicht vorzubereiten. Und Pannen. Ich würde dazu ganz ehrlich sagen, ich komme noch dazu später, aber das ist ein Vorteil von dem Smartboard, dass man den Unterricht direkt schon zu Hause vorbereiten kann. Und es ist die Wahrscheinlichkeit, dass man eine Panne erlebt, quasi ist viel niedriger, als wenn man mit der Kreidetafel arbeitet. Also ich kann alle Tabellen vorbereiten, da spare ich auch Zeit dabei und ich muss nicht die komplette Tabelle wegwischen, wenn ich dann meine Beispielsätze an die Tafel schreiben möchte. Also vielleicht die anderen drei Argumente kann ich nicht widerlegen, aber hier kann ich vielleicht Sie ein bisschen begeistern und Sie davon überzeugen, dass es halt schön ist, mit dem Board zu arbeiten. Gut. Vielen Dank für Ihre Antworten. Und jetzt kommt eine Live-Präsentation, Arbeit mit dem Smartboard in Seminarsituationen. Ich habe ein paar Beispiele herausgesucht für Sie und mal schauen, wie das halt bei Ihnen ankommt. Ich werde jetzt meinen Bildschirm für Sie freischalten. Das nimmt ein bisschen Zeit in Anspruch. Wenn Sie nicht sofort meinen Bildschirm sehen, warten Sie bitte geduldig. Es muss kommen. Wenn nicht, dann werde ich Ihnen Bescheid sagen. Dann werde ich den Raum auch auf Vollbild schalten. So sehen Sie die Präsentation besser. So, jetzt sollten Sie den Bildschirm sehen, meinen Bildschirm, und ich gehe jetzt zu der ersten Folie. Ja, danke schön für die Rückmeldung, Peter. Ja, ich sehe das auch auf meinem Kontrollbildschirm, dass Sie jetzt meinen Bildschirm sehen können. Also, wie hilft das gute Board bei der Gestaltung der Seminararbeit? Ich habe Ihnen gesagt, die Hochschule ist ein spezieller Ort, was den Unterricht betrifft. Wir haben Vorlesungen, wir haben Vorträge, wir haben Seminare. Im Fremdsprachenunterricht überwiegen die Seminare, deshalb habe ich diese Arbeitsform rausgesucht. Das Smartboard kann uns bei der Gruppenorganisation unterstützen. Jetzt gehe ich darüber weg, dass wir das Smartboard als Ersatz für die Kreidetafel nutzen. Also das, was ich jetzt zeigen werde, sind einfach Beispiele, die den eindeutigen Mehrwert eines Smartboards gegenüber einer Kreidetafel zeigen. Also das Board hilft uns im Unterricht bei der Gruppenorganisation. Wie meine ich das ganz genau? Im Fremdsprachenunterricht ist es sehr wichtig, dass ich verschiedene Gruppen machen kann und dass ich diese Gruppen auch innerhalb eine Seminars oder eine Übung eventuell mischen kann. Das ist mit traditionellen Werkzeugen nicht so einfach. Ich nutze dafür oder habe dafür genutzt in den Zeiten vor dem Smartboard Gummibärchen, farbige Bonbons, farbige Papierstückchen oder halt bestimmte Begriffe, die man miteinander verbringen musste. Aber im Board haben wir ein super Tool und das heißt der Gruppengenerator. Man trägt die Namen der Studenten ganz einfach ein und dann klickt man an, wie viele Gruppen man haben möchte und dann generiert man die Gruppen. Und man hat sofort die Gruppeneinteilung innerhalb von Sekunden. Das ist sehr, sehr nützlich und ich nutze diese Funktion oft in meinem Unterricht. Diese Funktion haben Sie eigentlich bei jedem Smartboard, wenn Sie dazu die Seele, das Herz und die Seele des Smartboards auch besorgt haben und das ist die Notebook-Software. Also die Notebook-Software ist eigentlich das, was alle diese Wunder, die ich Ihnen jetzt zeigen werde, ermöglicht.
Wie kann uns das Board noch helfen bei der Zeitsteuerung? Es ist sehr wichtig, dass ich meinen Unterricht zeitlich richtig steuern kann. Das ist keine einfache Aufgabe. Wenn ich angehende Lehrer ausbilde, dann sehe ich manchmal, dass sie damit richtig Probleme haben. Also das Board kann auch die Zeitsteuerung unterstützen. Und zwar die direkte Zeitsteuerung. Das bedeutet, ich gebe die Zeit vor und dann haben die Studenten in dieser Zeit eine Aufgabe zu erfüllen. Ich mache das gerne bei Dialogen zum Beispiel, wenn die Studenten Dialoge erstellen, aber auch bei anderen Aufgabentypen. Normalerweise habe ich dafür eine Eieruhr genutzt, die am Ende geklingelt hat. Das ist aber hier viel netter. Ich kann jetzt aus irgendeinem für mich unbekannten Grund jetzt das nicht starten, diese Uhr. Normalerweise funktioniert sie. Man kann halt die Zeit einfach zählen lassen durch diese Uhr. Die Studenten sehen das auf dem Bildschirm und am Ende kommt ein nettes Geräusch, das darauf hinweist, dass die Zeit abgelaufen ist. Es gibt verschiedene Formen von der Uhr in der Notebook-Software. Man kann die je nach Belieben auswählen. Und man kann auch die indirekte Zeitsteuerung an das Board abgeben. Was meine ich mit der indirekten Zeitsteuerung? Zum Beispiel, ich mache in meinem Unterricht gerne Einführungsübungen oder ich nenne die kommunikative Drillübungen, wenn ich bestimmte grammatische Formen einüben lasse. Zum Beispiel die Zu-Plus-Infinitiv-Konstruktionen. Dann habe ich einen Ball, den werfe ich an die Studenten und ich frage, was ist schön, was ist schwer, was ist leicht. Und sie müssen antworten, immer mit der Zu-Plus-Infinitiv-Konstruktion. Es ist schön, zu Hause zu sein. Es ist schwer, die Hausaufgabe zu machen. Je nachdem, wie schnell ich mit denen arbeiten möchte, werfe ich selber den Ball. Dann bestimme ich die Geschwindigkeit des Unterrichts und der Antworten. Ich kann nämlich auch nach dem Ball greifen und dann wissen Sie, jetzt müssen Sie endlich den Satz sagen. Oder ich kann das abgeben aus meiner Hand und ich lasse die Studenten den Ball werfen. In dem Fall muss ich ein bisschen mehr Zeit einplanen, weil das halt nicht so schnell geht. Aber wie kann ich das jetzt halt mit dem Board machen? Das geht sehr gut. Und zwar, dafür habe ich auch verschiedene Werkzeuge. Ich mag sehr zum Beispiel diese Würfel. Die Seiten der Würfel können beschrieben werden, beliebig, wie man das möchte. Hier das Beispiel, das Sie hier sehen, bezieht sich auf die Verbkonjugation und ich habe hier ganz einfach nur die Personalpronomen eingetragen. Ich habe diese Übung mehrfach gemacht. Bei meinen Anfängern. Ich unterrichte aktuell an der Uni die Kurse A1 und A2, deswegen sind meine Beispiele aus diesem Bereich. Ich schreibe also bestimmte Verben an das Board und dann klicke ich einfach an die Würfel. Ich rufe dann die Studenten auf und sie müssen das Verb in der Form konjugieren. Und durch das Drehen der Würfel und durch das Aufrufen der Studenten kann ich so meinem Unterricht auch einen bestimmten Rhythmus geben. Und so halt die Zeit indirekt steuern und dem Unterricht ein Tempo geben. Eine andere Möglichkeit sind diese Kärtchen, die sind auch in der Notebook-Software zu finden und die sind auch frei zu gestalten, sowohl was die Farbe als auch was die Schrift betrifft. Auf der einen Seite kann man einen Begriff schreiben, auf die andere Seite einen anderen Begriff und ich kann hier das Synonym abfragen. Und wenn die Studenten das Synonym sagen, ich rufe sie genauso auf wie in dem Fall vorhin, dann klicke ich einfach drauf und dann erscheint das Synonym. Und da haben wir auch die Kontrolle. War das richtig, was der Student gesagt hat, oder war das falsch? Sie sehen hier, ich spiele auch mit den Farben. Das ist auch ein zusätzlicher Mehrwert des Smartboards. Sowas könnte ich an der Kreidetafel nur schwer. Da müsste ich für jedes Wort quasi die Kreide tauschen, aber das ist sehr, sehr nützlich. Also man merkt die Farben viel einfacher als die Artikel. Deswegen den Artikel mit der Farbe zu verbinden, ist im Bereich Deutsch als Fremdsprache sehr nützlich. Soweit meine Sprachkenntnisse reichen, kann ich sagen, das ist auch in der russischen Sprache nützlich. In anderen Sprachen, wo es keine Geschlechter gibt,
fällt dieser Mehrwert weg. Ich möchte hier einen Hinweis geben, auch für Fortgeschrittene. Zum Beispiel mit dieser Methode könnte man sehr gut die Funktionswerbgefüge einüben. Einfach am Anfang oder am Ende des Unterrichts, so als eine schnelle Übung. Das wäre also die indirekte Zeitsteuerung im Seminar. Und es gibt auch noch andere Werkzeuge. Ich spiele sehr gern in meinem Unterricht und da habe ich immer das Problem, dass ich die Punkte zusammenzählen muss. Und da hilft mir das Smartboard auch richtig viel und da habe ich ein bisschen weniger Probleme, was das betrifft. Ja, und jetzt möchte ich Ihnen ein anderes Beispiel zeigen, auch aus meiner Praxis. Sie müssen wieder ein bisschen warten, bis das halt aktiviert wird. Das ging jetzt ein bisschen schneller. Also diese Einheit habe ich für einen konkreten Unterricht vorbereitet zu Hause, vor dem Unterricht. Das ist etwas, was ich bei dem Smartboard wirklich sehr schätze, dass ich eigentlich alles vorbereiten kann und alles ist schon an der Tafel, wenn ich damit arbeiten möchte. Also das war die Hausaufgabe und Sie können hier und die Studenten auch die Wörter verschieben. So haben wir die Hausaufgabe kontrolliert. Ich habe die Studenten einfach an die Tafel gerufen und sie mussten hier die Wörter verschieben. Und hier hatte ich das Problem am Anfang mit der Motivation. Das ist es, was ich am Anfang erwähnt habe. Die Grundschulkinder wären aufgesprungen und sofort an die Tafel gelaufen und sie wären glücklich gewesen, dass sie endlich mal was machen können. Die Studenten aber nicht. Am Anfang haben sie ein bisschen komisch geguckt und sie haben nicht ganz verstanden, was ich meine, aber dann haben sie es auch genossen und dann hat es ihnen Spaß gemacht. Also durch das Schieben der verschiedenen Elemente wird es auch klar, die Wortfolge ein bisschen. So, dann habe ich hier wieder mit Farben gearbeitet. Hier haben wir das Verb sein. Hier haben wir dann das Verb konjugiert. Die Zahlen entsprechen einem Personalpronomen. Manchmal mache ich das so. Dann wieder die Konjugation von dem Verb kommen, also normale Verben. Und hier sehen Sie noch meine Notizen von dem Unterricht, wo ich das Board auch als quasi traditionelle Tafel genutzt habe. Dann kommt wieder eine Übung mit den Personalpronomen und wieder Erklärung. Die W-Frage und Antwort und dazu auch ein Link, dann haben wir uns dieses Video auf YouTube angeschaut. Hier habe ich dann wieder Gruppenarbeit gehabt, das sieht man an der Vorbereitung. Und hier haben wir die Zahlen geübt mit den Karten. Da musste ich zwar den Studenten sagen, nicht alle kannten diese Karten, wie viel der König und der Ass bedeuten, aber dann konnte man ganz nett damit spielen. Das war auch eine Anfängergruppe. So viel jetzt aus meiner Praxis. Und jetzt habe ich für Sie wieder eine Aufgabe. Ich zeige gleich, was Sie gleich zu tun haben werden. Ich werde gleich zwei Chatfenster für Sie öffnen. Und die Aufgabe wäre, und meine Bitte wäre, dass Sie in ein Chatfenster eintragen, wie Sie das, was ich Ihnen jetzt bis jetzt gezeigt habe an dem Board, diese Werkzeuge, die haben Sie vielleicht auch schon gekannt, vielleicht auch nicht. Also, was Sie denken, wie könnten Sie das in Ihrer eigenen Unterrichtspraxis einbinden oder anwenden. Und in das andere Chatfenster können Sie gerne eintragen und ich würde mich darüber freuen und ich denke auch die anderen, wenn Sie da eintragen würden, mit welchen Werkzeugen Sie gerne arbeiten, welche Werkzeuge Sie regelmäßig einsetzen. Während der Arbeit werden Sie Musik hören, Sie können ungefähr 2, 2,5, 3 Minuten lang arbeiten. Sie werden Musik hören. Ich werde die Musik ganz leise regulieren in dem Raum, damit Sie das nicht stört. Aber wenn Sie das zu laut finden, können Sie Ihren Headset runterregulieren oder Ihren Computer oder den Headset weglegen. Und wenn Sie dann wieder mein Kamerabild sehen anstatt Foto, dann wissen Sie, dass die Zeit abgelaufen ist, auch ohne die Musik. Also ich starte jetzt die Arbeit für Sie, auch die Musik und gute Arbeit.
Vielen Dank. Sie haben nicht so viel reingeschrieben, aber es war vielleicht meine Fragestellung nicht ganz klar oder Sie haben wirklich noch nicht viel Erfahrung mit dem Board. Ja, also Brainstorming an der Tafel und Strukturieren, das geht bei der Kreidetafel nur schwer bis gar nicht. Ja, Peter, schnelles Wegwischen und Verändern von Inhalten in der kollaborativen Einstellung von Inhalten. Ja, das ist auch sehr schön, aber was ich noch schöner finde, dass ich auch sogar auf das Wegwischen verzichten kann. Also ich könnte die eine Folie duplizieren, dann bleibt alles stehen und dann kann ich wegwischen, aber wieder, wenn ich wieder sehen möchte, was auf der Folie davor drauf war, dann kann ich das wieder aufrufen. Also da geht kein Inhalt verloren. Ja, Peter gibt noch was ein. Wenn Sie dazu noch Fragen haben oder Bemerkungen, können Sie das gerne auch in den normalen Chat schreiben. Ansonsten gehe ich zurück zu der Präsentation und ich zeige Ihnen wieder ein schönes Praxisbeispiel. Ob ich dieses Praxisbeispiel Ihnen auch komplett zur Verfügung stellen darf oder dürfte, das weiß ich leider nicht. Das muss ich mit den Studierenden besprechen, aber ich schließe das nicht aus, dass es eventuell möglich wäre. Also, was ich Ihnen jetzt zeigen werde, ist eine komplette Smartboard-Unterrichtseinheit erstellt von Studierenden der interkulturellen Germanistik in dem Kurs Medien in der Sprach- und Kulturvermittlung im letzten Wintersemester. Den Kurs habe ich zusammen mit Anastasia Semyonova geleitet und ich bin wirklich sehr stolz auf die Studierenden, wie sie diese Aufgabe gelöst haben. Sie werden sehen, dass sie eine sehr schöne Einheit erstellt haben. Das sollte zeigen, dieses Beispiel, dass es sehr wohl möglich ist mit dem Smartboard und das ist ein Vorteil von dem Smartboard und jetzt spreche ich nur vom Smartboard und nicht über alle interaktive Boards, weil halt bestimmte Funktionalitäten nur beim Smartboard vorhanden sind. Also das ist ein großer Vorteil vom Smartboard, dass man den kompletten Unterricht quasi vorbereiten kann. Was ich jetzt vorlesen und zeigen werde, ist die Arbeit der Studentinnen, also das ist nicht meine Arbeit und alle Rechte liegen bei den Studentinnen und ich zitiere aus ihrer Hausarbeit. Also, worum geht es in dieser Unterrichtseinheit? In dieser Unterrichtseinheit sollen die verschiedenen Vermittlungsansätze von Landeskunde berücksichtigt werden. Das Thema der Einheit ist Weihnachten in Deutschland. Die Lerner sollen sowohl Kenntnisse über das Fest Weihnachten als auch kommunikative und interkulturelle Kompetenz erwerben. Im Besonderen werden Wortschatz zum Wortfeld Advent, Weihnachten, die Bildung von Komposita sowie Kenntnisse über Bräuche in der Weihnachtszeit in Deutschland vermittelt. Des Weiteren soll ein interkultureller Vergleich stattfinden. Im Bereich Sprechfertigkeit sollen die Lerner Redemittel erwerben, mit denen sie über Weihnachten oder ein anderes wichtiges Fest in ihrem Land sprechen können. Zielgruppe dieser Einheit sind Deutschlerner, die sich auf dem A1-Niveau des gemeinsamen europäischen Referenzrahmens befinden. Im Konkreten wurde sie für einen A1-2-Kurs am Lektorat für Deutsch als Fremdsprache an der Georg-August-Universität Göttingen mit 16 Lernern entwickelt. Das ist der Hintergrund zu dem Kurs. Sie können eventuell mit Recht sagen, ich spreche jetzt immer über niedrige Stufen. Der Grund dafür ist, dass ich hier Beispiele anspreche, die ich selber ausprobiert habe. Die Studierenden haben diese Einheit im Unterricht tatsächlich eingesetzt. In der Hausarbeit haben sie auch ihre Erfahrungen beschrieben. Da ich, seitdem es Whiteboards gibt an der Uni Göttingen und in unseren Räumen, nicht in fortgeschrittenen Gruppen unterrichtet habe, beziehen sich meine Beispiele leider auf die niedrigeren Stufen, aber ich denke, dass man das halt trotzdem weiterentwickeln kann. Ich gebe jetzt wieder meinen Bildschirm frei. Wie gesagt, was ich jetzt zeigen werde, ist die Arbeit der Studierenden und ist wirklich sehr schön. So, wenn es mich nicht täuscht, dann sehen Sie jetzt meinen Bildschirm und die schöne Einheit der Studierenden. Ja, also das ist hier die Begrüßungsfolie, das Thema wird klar gemacht und dann kommt man zu den Begriffen Advent und Weihnachten.
In ihrer Arbeit haben die Studenten dieses Teil so begründet, dass so die Studierenden ein bisschen Bild davon bekommen, worum es in der ganzen Sitzung geht. Und Advent und Weihnachten sind Schlüsselwörter für die Einheit. Mit Hilfe der Markierungswerkzeuge kann man dann oder kann der Lehrende halt die richtigen Antworten in dem Text markieren. Danach kommt ein Wortigel, ein Assoziogramm. Da können die Studierenden halt bereits vorhandene Wissen aktivieren. Und die Studierenden meinten, hier könnte auch Studierenden etwas einfallen zu dem Thema, die in Deutschland noch nie Weihnachten gefeiert haben, aber aus dem Fernseher oder vom Internet schon darüber informiert sind. Also da kann man im Allgemeinen Informationen sammeln und man erkennt auch das Kenntnisniveau der Studierenden. Hier am Lektorat Deutsch als Fremdsprache arbeiten wir mit Studierenden aus verschiedenen Ländern. Manchmal haben wir eine Gruppe von 20 Studierenden aus 18 verschiedenen Ländern. Ja, auf der nächsten Folie sehen Sie Bilder und Wörter. Das ist Wortschatzarbeit zu dem Thema. Diese Folie ist mit einem Arbeitsblatt kombiniert. Das haben die Studierenden auch erstellt für ihre Einheit. Die Studierenden in dem Kurs bekommen das Arbeitsblatt. Sie lösen dort die Aufgabe. Eine Kleingruppe steht aber an dem Board und löst die Aufgabe direkt an dem Board und zieht die Wörter zu den entsprechenden Bildern. So. Danach kommt wieder eine Übung zur Vertiefung der Kenntnisse hier in dem Wortschatzbereich zu den Nomen. Die Studenten müssen hier die richtigen Nomen eintragen. Zu dieser Folie gibt es auch ein Arbeitsblatt. Die Arbeit läuft wieder so. Eine andere Kleingruppe arbeitet an Bord, der Rest der Gruppe arbeitet am Platz und am Ende erfolgt die Kontrolle direkt durch das Bord und durch die Kleingruppe, die da gearbeitet hat. Danach werden die Verben eingeführt zu dem gleichen Thema auf ähnlicher Weise wie bei den Nomen und die Bilder wiederholen sich auch. Das hilft dabei, dass die Studierenden halt die Wörter, also die Nomen mit den Verben halt besser verbinden können. Und danach kommt Grammatik und zwar die Komposita, wie man Komposita bildet. Und das ist ein sehr schönes Beispiel. Hier sieht man wieder die Möglichkeit, was ein Smartboard bietet. Ich klicke hier drauf und dann erscheint die Lösung Zimtstern und Zimtstern. Nach diesem Schritt kommt eine Aufgabe und da kommt auch die Regel, die die Studierenden ermitteln müssen. Hier sehen wir also ein schönes Beispiel für die induktive Grammatikvermittlung mit Hilfe des Boards. Wie ich schon gesagt habe, zu fast jeder Folie gehört auch ein schönes Arbeitsblatt. Danach geht es weiter, Vertiefung der landeskundlichen Kenntnisse. Es kommt ein Video, also hier wird die Möglichkeit des Boards ausgenutzt, dass man hier auch Videos direkt einfügen kann von YouTube in diesem Fall. Also es kommt ein Hörverstehen mit Bildern kombiniert und dazu auch die Fragen. Das Video wird am Board abgespielt, aber zu der Aufgabe gibt es wieder ein Arbeitsblatt. Danach kommt ein Lesetext mit Lückentext, wo die Studierenden die gleichen Wörter einsetzen müssen, die sie bis jetzt in der Einheit immer wieder genutzt haben. Hier kommt wieder ein schönes Tool vom Board, und zwar die Lupe. Wenn die Studenten Hinweise brauchen, dann kann man mit der Lupe drauf gehen und ihnen ein bisschen helfen. Das ist auch etwas, was man bei der Kreidetafel hat. Bei der Kreidetafel definitiv nicht hat. Das zweite Teil der Übung. Und danach kommt eine schöne interaktive Karte. Wenn man auf die Pünktchen klickt auf der Karte, dann erscheinen Bilder zu den jeweiligen Ländern und zu den jeweiligen Teilnehmern. Hier haben die Studierenden ihre Teilnehmer darum gebeten, ihre Fotos im Vorfeld per E-Mail zuzuschicken und sie haben die Fotos, die echten Fotos der Studierenden in die Einheit eingearbeitet und das war am Ende der Übung eine nette Überraschung für sie.
Und das waren halt Weihnachtsfotos, soweit die vorhanden waren. Und diese Länder sind die Länder, aus denen die Teilnehmer kommen. Und klickt man die halt an, dann sieht man Weihnachten in Kanada oder in Spanien oder in Italien oder in Indien. Und wenn man auf Deutschland klickt, dann sieht man eine Grußform auf Deutsch, dass die Studenten am Ende der Einheit lernen können. Das war die Präsentation dieser Smartboard-Einheit. Ich lese die Bewertung der Studierenden vom Ende der Hausarbeit. Das sind wieder ihre Worte, nicht meine. Naja, ich lese mal, was die Studenten geschrieben haben. Die Durchführung dieser Unterrichtseinheit in dem erwähnten Kurs, also A1-2 mit 16 Teilnehmern, lief erfolgreich ab. Die gemeinsame Bearbeitung von einigen Übungen am Smartboard durch Kleingruppen hat Bewegung im Klassenraum, Lernerzentrierung und Kommunikation unter den Lernern gefördert. Den Lernern hat es Spaß gemacht, die Übungen am Smartboard zu bearbeiten. Dahingegen, war die Vorbereitung der Smartboard-Einheit für die Autorinnen sehr zeitaufwendig, was als Nachteil angesehen werden kann. Also, das ist leider so, wenn man so eine schöne Einheit, erstellen möchte, dann muss, man schon ein bisschen Zeit einplanen. Aber ich denke, das ist immer so. Auch wenn ich Bilder zeigen möchte ohne Board, wenn ich zum Beispiel, ich präsentiere manchmal Dialoge den Studierenden so, dass ich die in Sätze zerschneide und dann können sie die zusammenschieben. Wenn ich dann viele Teilnehmer habe, dann schneide ich auch ein paar Stunden lang an diesen Dialogen. Also, das sollte niemanden abschrecken, eigentlich von dieser Arbeit. Und wenn man dann so eine Einheit hat, dann kann man diese Einheit auch mehrfach verwenden. Und ich bin immer noch auf der Suche nach meiner Präsentation hier. Aber wenn Sie zu den präsentierten Inhalten Bemerkungen haben, können Sie diese gerne posten, in den Chat schreiben. Ja, also ich warte auf Ihre Rückmeldung. Eigentlich, was ich zeigen möchte in meiner Präsentation, das ist nur der Abschluss und der Satz, ob Sie dazu Fragen haben, was Sie gehört haben. Also schreiben Sie ruhig Ihre Fragen, Ihre Bemerkungen. Ja. Also hier ist die Folie, die ich gesucht habe. Also wenn Sie noch Fragen haben zu dem Thema oder irgendwelche Bemerkungen, irgendwelche Rückmeldungen, schreiben Sie das in den Chat. Und dann kann ich darauf antworten. Ihre Rückmeldung zu dem Webinar können Sie hier hinterlassen, durch diesen Link mit dem Passwort E-Kult. Die Frage, die Antwort auf die Frage, um wie viel länger ist die Vorbereitungszeit gegenüber normalen Tafelbildern geschätzt? Ich muss ehrlich sagen, normale Tafelbilder zeichne ich nicht vorab auf ein Papier. Ich bereite die eigentlich nicht vor. Also wenn ich das sehe, dann ist das länger. Wenn ich das sehe, wie lange es dauert, bis ich entsprechende Bilder zum Beispiel im Internet finde, die ausdrucke, möglichst farbig und dann laminiere, damit ich die zeigen kann in einer entsprechenden Größe, das nimmt auch ein paar Stunden in Anspruch. Daher würde ich sagen, ein bisschen länger, aber nicht so lang, dass es sich für mich nicht lohnen würde, die Arbeit reinzustecken. In bestimmten Bereichen geht es einfach schneller. So eine komplette Einheit herzustellen, die Sie vorhin gesehen haben von den Studierenden,
das nimmt schon relativ viel Zeit in Anspruch. Also das entspricht fast einer Lektion in einem Lehrbuch. Ja, gibt es noch Fragen? Bemerkungen zu dem Thema? Ideen? Ja, also man kann die Inhalte, wie ich das schon gesagt habe, das ist etwas, was ich bei dem Board sehr schätze, dass ich die Inhalte vorbereite und ich kann die dann verstecken mit diesem Vorhang, wie Sie das genannt haben. Und dann kann ich das nach und nach frei rubbeln oder frei ziehen, je nachdem, wie ich die Information brauche. Und unnötige Informationen kann ich wieder verstecken. Ich kann auch Tabellen so vorbereiten, dass ich die verschiedenen Fächer in der Tabelle einfach bedecke. Und wenn man draufklickt, dann wird es sichtbar, was hinter der Tür zu finden ist. Nein, das haben wir noch nicht gemacht. Kann das mal vielleicht ansprechen, vielleicht bei den Studierenden, wenn sie wieder eine Gruppe haben auf dem Niveau und wenn sie die Sitzung wieder durchführen, dass das abgefilmt wird. Was ich dazu sagen kann, die Studierenden sind nicht so sehr begeistert von dem Board und davon, dass sie da vorne arbeiten dürfen wie Grundschulkinder. Aber mit der Zeit lernen sie das zu genießen. Und es macht ihnen auch Spaß. Aber man muss ihnen ein bisschen Zeit geben, bis sie sich damit anfreunden. Eben aus dem Grund, weil sie an der Universität eher mit der Einstellung studieren, ich nehme etwas auf. Und wenn ich selbstständig arbeite, dann in Form von Hausarbeiten, Referaten und so weiter, aber nicht direkt im Unterricht. Das ist etwas, was den Unterricht an einer Hochschule, Universität oder Fachhochschule halt was Besonderes macht, meiner Ansicht nach. Ja, die Frage ist mit diesem Video-Coaching, ob die Studierenden willig sind, sich für die Aufnahme bereitzustellen, wenn die Aufnahme dann öffentlich zugänglich wird. Also, das ist immer eine Frage der Datenschutz. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann bedanke ich mich mit diesem virtuellen Regenschirm für Ihre Aufmerksamkeit. Hier in Göttingen schneit es ein bisschen. Also ich weiß nicht, wie es bei Ihnen aussieht, aber vielleicht können Sie diesen virtuellen Dankeschön-Regenschirm nutzen und mitnehmen. Ja, vielen Dank.